Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Auf fast 3000 Meter sind wir. Andrea Meier. Wir sind auf der Diavolezza. Thomas, wo hast du Hörnli? Ja, es gibt ja die Sage vor Teufelin von der Diavolezza. Aber vor allem ist es das Ziel für die zweite Etappe, vor Bernina-Umrundung oder fast Umrundung, wo man in 5 Etappen kann machen kann. Wir fahren nach Bernina Diavolezza. Im Hintergrund sehen wir den Morteratsch-Gletscher. Die ersten Wanderer stehen schon bereit. Der Luxus lässt nicht auf sich warten. Ein Förderband bringt die Wanderer zu der Talstation der Bergbahn. Okay. Hey Thomas, jetzt hast du dich vorher früh am Morgen schon empört. Warum denn? Nein, ich verstehe, dass die Wanderer auf über 2000 Meter sich ein bisschen schonen und Kraft sparen und darum aufs Förderband stehen, zum Talstation erreichen. Wir sind auf fast 3000 Meter oben. Die Sicht auf den Piz Palü über die Bella Vista bis zum Piz Bernina und den Gletscher ist atemberaubend. Das Wandergebiet hier oben auf der Diavolezza genauso. Man will hier gerade bleiben, trotz der schauerlichen Sage von der Teufelin, der Diavolezza, die so einige Berggänger so sehr geblendet hat, dass sie von ihrer Tour nie mehr zurückkommen sollen. Unser Ziel ist heute allerdings noch ein anderes. Wir fahren auf die Mittelstation von Piz Gurvatsch. Von der Seilbahn aus sieht man auf den Silvaplanensee und auf eine einladende Bergkulisse. Auch wenn wir heute das schönste Herbstwetter haben, befasst man sich auf der Mittelstation offenbar bereits mit dem Winter. Wir starten unsere Panoramawanderung. Im Blick immer das Türkisblau von der Oberengadiner Seenlandschaft. Bänkchen haben wir nicht mehr so viel, das war wahrscheinlich das letzte gewesen. Dafür laufen wir aber auf dem Panoramaweg und sehen ganz viele. Ja, ein wunderschöner Blick auf Silvaplanensee und Silsersee. Und den Juliorpass. Es hat auch schon berühmte Philosophen gegeben, die sich von dieser Landschaft inspirieren lassen haben. Friedrich Nietzsche zum Beispiel hat gesagt, die Landschaft sei eine Perla Perlissima, die Perle der Perlen. In deren Umgebung hat er besonders viel Ruhe und Konzentration gefunden. Und Thomas und mir geht es ähnlich. Wir haben gar nicht das Bedürfnis, uns gross zu unterhalten, sondern wir wollen vor allem die Landschaft geniessen. Unser Blick zieht es immer wieder raus und gegen den Schluss werden wir sogar noch kreativ. Langsam kommen wir wieder an die Waldgrenzen runter. Mehr und mehr schmeckt man das auch. Hey, das ist die reinste Frischzellenkur. Es schmeckt ja so fein. Der Waldduft, ja. Ja, einer meiner Lieblingsgerüche. Meine auch. André, jetzt stehen wir hier vor der Alp Brasüre. Du hast mir schon heute Morgen gesagt, wenn wir bei dieser Alp sind, musst du mir eine Geschichte erzählen. Genau, ich habe nämlich recherchiert und gelesen, dass die berühmte Schriftstellerin Donna Leon, dass die da oben immer 1 Kilo Butter und 2 Kilo Käse kauft pro Jahr und dann das wieder zu sich abholt. Das machst du jetzt auch? Ich habe es noch nicht gefahren. Ich habe vor allem keinen Kühlschrank da. Ich weiß nicht, wie ich es oben transportiere, aber vielleicht machst du das auch. Sils Maria steigen wir auf den Bus. Nach einer Übernachtung fahren wir am nächsten Tag nochmal zur Haltestelle Bernina Diavolezza. Diesmal geht es aber auf die andere Seite hoch. Unser Ziel heute, der Alpenpass vor Glapija. Da oben braucht es Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Die Wege sind aber gut gesichert. Steil. Steil, ein bisschen ausgesetzt. Aber gut. Die
oben angekommen, wird man belohnt mit einer einsamen Hochebene. Auch wenn man in dieser Kraterlandschaft nichts mehr erwartet, erleben wir noch eine kleine Überraschung. Thomas hat jetzt, so aufmerksam wie er ist, eine ganz spannende Beobachtung gemacht. Sag mal, was hast du gesehen? Ein einziger Büschel Gras hier in einer Landschaft von Stein und Gröll. Da ist er. Ein Wunder. Das ist wirklich lustig. Es ist kein Fata Morgana, aber das Ganze erinnert ein bisschen daran, wo sich in unseren Augen ein namenloser See spiegelt. Wie gemalt zeigt sich der uns in der Landschaft da oben. 38. Steine sehe ich, Böcke sind hier. Wohl, dort sind sie. Es geht wieder durch in Richtung Val Languard, vorbei am Lei Languard. Einen schönen Abschluss, auch ohne Sprung ins kalte Wasser. Geschafft. Jetzt muss das Essen liegen. Wir können immer noch entscheiden, runterzulaufen. Du darfst gerne. Ich freue mich jetzt auf das Essen. Ja, das ist gut. Komm mit. Adieu. Adieu.